Oh, hoffentlich läuft die Übung gut. Dolly verlässt sich auf uns. Sie ist bei uns in guten Händen. Norman Price ist nicht zum Essen aufgetaucht. Irgendwo verschwunden in Pontypandy. Wir sollten Tom Thomas rufen. Vom Hubschrauber aus sieht er kilometerweit. Sehr gut, Sam. Das heißt, die geplante Übung kann jetzt trotzdem durchgeführt werden. Es geht los, Mandy. An welchen Stellen habt ihr denn bisher noch nicht gesucht? Nur auf der Feuerwache. Aber dort würde Norman sich doch nicht verstecken. Dann schauen wir dort mal lieber nach. Wow. Festhalten! Und essen magst du auch nicht? Das klingt nach Toms Hubschrauber. Na, was da wohl wieder passiert sein mag. Irgendwo muss es brennen. Ich kann den Qualm riechen. Alles klar, Sir. Das Feuer ist gezündet. Die Übung kann jetzt losgehen. Ausgezeichnet. Ich betätige den Alarm. Los geht's. Der Einsatz beginnt. Oh, ja. Am Trainingsturm gibt es einen Notfall. Ein Feuer hat eine Person eingeschlossen. Im obersten Geschoss. Der Einsatz wird mit Jupiter und Venus gefahren. Viel Erfolg. Ich sehe nichts. Dann fliegen wir weiter zum Strand. Halt! Oh nein! Da oben im Trainingsturm! Das ist Norman! Ja! Hilfe! Hilfe! Hier! Das ist Norman Price! Was macht er denn da oben? Hilfe! Elvis, du löschst sofort das Feuer. Gut. Penny, Jupiter sichern und dann den Korb hochfahren. Jupiter steht sicher, Sam. Norman, Sam holt dich da gleich raus. Oh, was hab ich gesagt? Natürlich macht er wieder Unsinn. Ist dir alles gut? Sam, hol mich bitte hier weg. Meine Lieblingskekse. Bravo, Elvis. Gut gemacht. Achtung. Fertig. Los! Nein! Pass doch auf die Mauer auf! Norman! Benutz die Bremse! Welche Bremse? Norman ist vom Kai gestürzt. Los, Penny. Zum Hafen, Sam. Norman Price ist vom Kai gestürzt. In einem Go-Kart. Schon unterwegs. Jetzt aber los. Was hat er nur diesmal angestellt? Ganz ruhig, Norman. Jetzt sind wir ja da. Versuch, dich an dem Seil festzuhalten. Tja, Norman, diesmal hast du dich wirklich selbst übertroffen.
Du hast einen Verkehrsunfall verursacht und dich dann auch noch selbst in Gefahr gebracht. Und wahrscheinlich wäre das alles nicht passiert, wenn du einfach nur auf Mike gewartet hättest, damit er dir hilft. Tut mir leid, Sam. Ich entschuldige mich bei euch allen. Ich tue es auch nie wieder. Fest versprochen. Ich glaube, diesmal reicht eine Entschuldigung nicht aus, Norman. Diesmal musst du schon helfen, den Schaden wieder gut zu machen. Wenn wir hier fertig sind, kannst du mir dann helfen, ein richtiges Go-Kart zu bauen? Oh, aber klar doch, Norman. Das mache ich gern. Schraubenschlüssel. Oh, cool. Sobald wir die Bremse repariert, die Motorhaube lackiert und den Wagen gewaschen haben. Und ich glaube, dann haben noch ein paar andere Leute etwas für dich zu tun. Oh, tja, der fährt draußen Skateboard. Aber das hat er mir zum Muttertag geschenkt. Und was ist das? Das sieht aus wie ein Flaschenverschluss, der auf ein Stück Holz genagelt wurde. James, sei doch nicht so vorlaut. Das ist ein Kerzenständer. Hast du was dagegen, wenn ich ihn gleich benutze, Gwendolyn? Nein, Dillis, natürlich nicht, wenn's dir Freude macht. Oh, Muttertag ist total langweilig. All meine Freunde sind heute bei ihren Müttern. Und alleine Skateboardfahren macht echt keinen Spaß. Vielen Dank für die Einladung, Trevor. Das war eine reizende Idee, ein Essen bei Kerzenschein. Huch. Entschuldigung. Oh! Achtung, Dillis! Oh! Feuer! Keine Panik, Ruhe bewahren. Wir müssen das Café alle sofort verlassen. Komm, Kinder. Feuer im Kabeljau-Café, meiner Toll! Feuer im Kabeljau-Café! Beeilung! Diesmal ist es kein falscher Alarm, Sam. Charlie hat selbst angerufen. Was ist denn da wohl los? Penny und Elvis, ihr nehmt die Schläuche. Ich werde prüfen, ob noch jemand im Café ist. Ist gut, Sam. Mom! Mom! Norman, bleib da! Aber Mike, meine Mom ist doch da drin. Deine Mom ist da drüben, Norman. Norman! Oh, Mom. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ich dachte schon, dir wäre etwas passiert. Oh, Norman, dann bin ich dir also doch nicht ganz egal. Aber natürlich nicht. Du bist doch meine Mom. Tut mir leid mit dem Kerzenständer, Mom. Ich hätte nicht gedacht, dass er so gefährlich werden kann. Aber jetzt habe ich dir ein ganz sicheres Geschenk gebastelt. Und zwar ein Briefkasten. Und stell dir vor, ich habe ihn auch selbst bemalt. Gefällt er dir? Oh, Norman, der ist ja bezaubernd. Du bist wirklich ein richtiges Goldstück, mein Junge. Oh, Mom. Huhu. Hallo, James. Hallo. Huhu. Hallo. Hey. Hey. Sie hören uns sicher nicht. Wir sehen uns später. Na dann, Zeit für unser Picknick. Mal sehen, was Dad da eingepackt hat. Oh, eine Tischdecke. Sehr fein. Und ein paar Sandwiches. Nicht, Butler. Böser Hund. Er ist nicht böse, Sarah. Er ist nur hungrig. Au! Au! Warte, Schatz. Bleib ganz ruhig liegen. Oh, hast du dich verletzt? Kannst du gehen? Versuch mal, dich hinzustellen. Au! Mein Bein ist gebrochen. Das ist alles deine Schuld.
weil du weggelaufen bist. Ich sagte, er ist ein böser Hund. Ich rufe Dad auf dem Boot an. Wo ist mein Handy? Ich hatte es doch eingepackt. Dad hatte es mir gegeben. Keine Angst, Sarah. Ich hole Hilfe. Rot sieht man super. Es hilft dir in der Not. Da ist Sam. Sam! Sam, Hilfe! Hilfe! Wir sind zu weit weg. Er kann mich nicht hören. Rot sieht man super. Es hilft dir in der Not. Oh, da ist ja Gwendolyn. Er denkt, ich will ihm nur winken. Wie kann ich ihm nur zeigen, was los ist? Ich kann nicht fassen, dass das Handy nicht da ist. Rot sieht man super. Rot sieht man. Das ist es. Hilfe! Hilfe! Rot sieht man super. Das. Da läuft was gar nicht super. Das ist ein Notruf. Oh, ich hoffe, Sam versteht das. Mom, Butler läuft weg. Sehr seltsam. Ich rufe die Notzentrale an. Gwendolyn am Cliff verunglückt. Ich muss die Bergwacht verständigen. Keine Sorge, Kumpel. Ich meine, Sir. Ich find sie. Bleibt, wo ihr seid. Ich werde mir das mal ansehen. Nein, nicht aufmachen, sonst kommt Luft ans Feuer. Ich weiß schon, was ich hier tue, Norman. Oh, nein! Ah! Oh, Mr. Evans, rufen Sie Feuerwehrmann Sam. Oh, da brennt ein Bus. Oh, nein! Da brennt ein Bus, oben in den Bergen von Pontypandy. Das wird Trevors Bus sein. Er macht einen Ausflug mit den Kindern dorthin. Was? Dann aber schnell jetzt. Komm, Elvis. Anschnallen? Da kommt Sam. Das ging aber schnell. Beeilt euch, mein schöner Bus. Gut, dass du alle rechtzeitig rausgeschafft hast. Das Feuer hätte sich nicht so ausgebreitet, wenn du die Motorhaube nicht geöffnet hättest. Was? Bist du sicher? Oh ja, das habe ich erst heute bei einer Übung gelernt. Genau wie ich. Wenn Luft drankommt, wird ein Feuer stärker. Deshalb habe ich ja gesagt, sie sollen die Motorhaube nicht aufmachen. Ich hätte auf deinen Rat hören sollen, Norman. Naja, und du warst ja nicht der Einzige, der mir heute Tipps gegeben hat. Aber ich habe keinen befolgt. Tut mir leid. Möchtet ihr mit zurückfahren? Aber in Jupiter passen wir nicht alle rein. Ich rufe mal Tom an. Der kann uns ganz sicher helfen. Oh, da! Da ist einer! Ich kann ihn sehen! Da, Mr. Evans! Oh, du hast recht! Ja, heute hatte ich mit allem recht, Mr. Evans. Von jetzt an werde ich mich bemühen, öfter auf dich zu hören, Norman. Gut. Da, da drüben fliegt ein goldener Adler. Wo? Edge, reingelegt. Aber sie haben gut auf mich gehört. Kontrolle. Schon passiert. Das ist ja noch mal gut gegangen. Sam. Ja, hallo James. Was machst du denn hier draußen? Wir gehen spazieren mit Mom.
Sie hat uns was gezeigt. Ein Zauberbrunnen. Klingt ja spannend. Ein toller Tag für einen langen Spaziergang. Ja, ich weiß, aber könnte ich nicht vielleicht mit dir, Elvis und Jupiter da zurückfahren? Von mir aus gern, James. Ja! Mein Wunsch hat sich erfüllt. Ich muss nicht zu Fuß nach Pontypandy. Bis nachher, Prinzessin. Siehst du, der Brunnen kann also tatsächlich zaubern. James' Wunsch wurde erfüllt. Das ist doch Unsinn, Mom. Glaubst du wirklich, dass ich später mal eine Prinzessin werde und das Tiger aufhört, Vögel zu jagen? Wo ist Tiger? Tiger, wo steckst du, kleiner Schmusekater? Keine Sorge, Sarah. Tiere mögen Feuer nicht besonders. Wahrscheinlich ist er einfach schon nach Hause gelaufen. Tiger! Tiger! Tiger? Nein, den habe ich seit heute Morgen nicht gesehen. Oben konnte ich ihn auch nicht finden. Und unten im Keller ist er auch nicht. Ach, er treibt sich wahrscheinlich einfach nur rum. Ihr kennt ihn doch. Aber um sicher zu gehen, sollten wir vielleicht doch Feuerwehrmann Sam anrufen. Tiger! Tiger! Miau! Miau! Tut mir leid, Gwendolyn. Keine Spur von einem blinden Passagier im Löschfahrzeug. Mit uns ist er also nicht zurückgekommen. Aber er muss doch irgendwo sein. Aber sicher, Gwendolyn. Wir halten die Augen nach ihm auf. Er taucht sicher wieder auf. Stellt ihm doch was zu fressen raus. Tiger! Tiger! Mietz, Mietz, komm, ein kleiner Rumtreiber. Doch, dass es keine Dinosaurier mehr gibt. Gibt es wohl. Die sind einfach nur richtig gut im Verstecken. James! Was? Das Wasser! Wir sitzen fest, James! Ja, vor ein paar Stunden habe ich sie noch gesehen. Ich glaube, sie wollten runter an den Strand. Aber wo bleiben sie denn dann? Die Flut kommt doch gleich. Ich werde Feuerwehrmann Sam anrufen. Oh, James, Sarah, Norman, vermisst? Schade um das Essen. James, Sarah und Norman werden vermisst. Sie wurden zuletzt unten am Strand gesehen. Alarmieren Sie die Bergwacht, Sir. Tom kann aus der Luft suchen. Penny und ich suchen vom Wasser aus. Gut. Ich habe Sarah gefunden. Sie steht auf einem Felsen an den North Bay Klippen. Danke, Tom. Wir sehen Sie auch. Hilfe! Hier sind wir! Komm her, Sarah. Ich hab dich. Aber wo sind Norman und James? Die sind in eine Höhle gelaufen. Da drüben habe ich sie zuletzt gesehen. Der Höhleneingang sieht überflutet aus, Sam. Hilfe! 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 James, schau! Da schwimmt was unter Wasser auf uns zu. Ah, das ist ein Seeungeheuer. Aber Norman, Seeungeheuer gibt's doch gar nicht. Penny! Hallo, Jungs. Norman, komm zurück. Es ist nur Penny. Das wusste ich doch. Keine Angst. Jetzt seid ihr in Sicherheit. Ich hole euch hier raus. Und was ist mit mir? Ich komme gleich wieder, Norman. Halt dich an mir fest, James. Wie tief ist das denn? Keine Sorge, James. Die Flut geht jetzt ja zurück. Und damit auch das Wasser.
Da hast du uns ja wieder mal einen schönen Schrecken eingejagt, Norman Price. Dabei solltest selbst du wissen, wie gefährlich die Flut sein kann. Entschuldige, Sam. Und ihr zwei solltet es eigentlich auch besser wissen. Aber Mom, Norman sagte, er hätte einen Dinosaurier gesehen. Nun, dann muss dieser Dinosaurier sehr alt gewesen sein. Hier ist nämlich sein Krückstock. Wir dachten, du liegst im Bett. Wir brauchen Hilfe, Mr. Evans. Rufen Sie Feuerwehrmann Sam. Gute Idee. Aber mein Handy liegt doch im Bus. Überlassen Sie das nur mir. Ich habe Mikes Handy in seiner Werkzeugkiste liegen sehen. Bin gleich wieder da. Oh, der Schulbus von Trevor Evans droht vom Rande der Klippen zu stürzen. Oh. Der Bus von Trevor Evans droht vom Rande der Klippen zu stürzen. Verliert keine Zeit, Sam. Ponte Pendi Feuerwache an Bergwacht. Wir brauchen dringend Hilfe, Tom. Und los geht's. Hoffentlich kommen wir noch rechtzeitig. Der Bus steht an einer schwierigen Stelle, Sam. Aber der Rand der Klippen sieht stabil aus. Verstanden, Tom. Wir sind gleich da. Oh, da ist Feuerwehrmann Sam! Sind noch Passagiere im Bus? Nein, Sam. Es sind alle raus. Aber mein armer Bus macht mir noch Sorge. Und Norman. Na gut, beeilen wir uns. Elvis, befestige das Seil. Ist gut, Sam. Alle zurücktreten. Schön vorsichtig. Beeilung, Sam. Die Klippen fangen an zu bröckeln. Keine Sorge, Tom. Danke, Sam. Oh, danke. Hurra! 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 Tut mir leid, dass ich mich weggeschlichen habe, Mom. Aber ich fühle mich jetzt schon viel besser. Immerhin hast du Hilfe gerufen. Aber du hättest Wooly erst gar nicht rauslassen dürfen. Was wird denn jetzt mit meinem Norman passieren, Sam? Ich weiß schon, wie er das wieder gut machen kann. Schau, Wooly, da drüben ist ein Bild von dir. Dieses Schild soll alle Autofahrer vor freilaufenden Schafen warnen. Na, dann dürfte jetzt ja wohl nichts Schlimmes mehr passieren, oder? Au! Oh, 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 oh. Hey, du! Weg! Verschwinde! Oh, Charlie! Ich wollte ihn doch noch ein bisschen beobachten. Das hätte ich mir auch denken können. Machst du das, Norman? Nein, ich habe nichts gemacht. Keine Panik, Norman. Ich rufe Feuerwehrmann Sam. Oh, Norman, hol das Telefon! Ich trau mich nicht, Mom. Der tut mir bestimmt was. Dann löse unseren Feuermelder aus. Es brennt zwar nicht, aber ein Notfall ist es trotzdem. Zerschlag das Glas. Aber wie, Mom? Das Ding ist viel zu weit weg. Ich weiß auch nicht. Wirf mit etwas danach. Wenn ich meinen Fußball hätte, könnte ich den nehmen. Dann hol ihn hoch. Er liegt hinter dem Tresen. Okay, ich gebe mein Bestes, aber ich habe nur einen einzigen Schuss. Ja! Oh,
Also wirklich, hier ist der dritte Notruf vom Sparpreis-Supermarkt. Das kann doch nur wieder ein falscher Alarm sein. Diesmal treibt Norman es wirklich zu weit. Oh, Mom, Sam kommt ganz bestimmt nicht. Er denkt sicher, ich tue nur wieder so und dann ergeht es mir wie dem Jungen in dieser Wolfsgeschichte. Hab keine Angst. Es tut mir so schrecklich leid, Mom. Das ist alles meine Schuld. Ich hab den Alarm ausgelöst, aber ich wollte doch nur meinen Ball wieder haben. Ach, Norman. Das ist Sam! Vorsicht, sonst fallen wir runter. Jetzt habe ich aber langsam genug, Norman. Was macht ihr denn da oben? Hier ist ein Wolf drin. Da! Er sitzt hinter dem Tresen. Ehrlich, das ist kein falscher Alarm. Wie niedlich. Das ist kein Wolf, das ist ein Fuchs. Und so wie es aussieht, ist er verletzt. Oh, armer Kerl. Hol den Greifer, Elvis. Oh, Sam, ich hatte solche Angst. Ich dachte nämlich, du würdest nicht kommen. Auf einen Notruf reagieren wir immer, Norman. Selbst wenn wir ihn für einen falschen Alarm halten. Ah. Aber tu ihm nicht weh, Sam. Keine Sorge, wir wollen dir nur helfen, mein Kleiner. Gut, dass ihr mich gerufen habt. So, ich werde ihm in der Bergwacht die Pfote verbinden. Dann ist er sicher ganz schnell wieder fit. Sam? Ja, Norman? Tut mir leid mit dem falschen Alarm. Ich habe den Feuermelder mit Absicht ausgelöst. Na komm, Junge. Du schaffst das schon. Braver Hund. Wir laufen in die falsche Richtung. Ich erkenne gar nichts wieder. Überlass das nur mir. Ich weiß besser als du, wo es lang geht. Aber es ist doch jetzt ganz egal, wer von uns beiden der Bessere ist. Wir haben uns verirrt. Ja, du hast recht. Aber wie sollen wir den richtigen Weg finden? Tja, wir könnten uns nach Dingen richten, die wir gesehen haben, als wir in den Wald liefen. Zum Beispiel den großen Felsbrocken. Da sind sie ja. Endlich. Da bin ich aber froh. Gwendolyn, hast du irgendetwas, was den Zwilling gehört, damit Schnuffi ihre Spur aufnehmen kann? Nur ihre zwei Regenjacken. Sehr gut. Hier, Schnuffi, riech an den Jacken. Komm schon, Schnuffi, wir brauchen dich. Wir müssen James und Sarah finden. Braver Hund. Hubschrauber angeflogen. Tom! Er löscht das Feuer aus der Luft. Oh, hier ist der Felsbrocken, den du vorhin entdeckt hast. Ja, und da ist der Brunnen. Hier sind wir richtig. Und ich kann Hundegebell hören. Oh, Sam! Sam! Ich habe mir ja solche Sorgen um euch gemacht, Kinder. Tut uns leid, dass wir nicht gekommen sind, Mom. Wir haben gar nicht gesehen, dass du schon weg warst. Ihr wart mal wieder zu beschäftigt, herauszufinden, wer wohl der Beste von euch ist. Ja, aber den Weg aus dem Wald konnten wir nur gemeinsam finden. Sam hat auch geholfen. Und Schnuffi nicht zu vergessen. Was sagt man dazu? Schnuffi bleibt ja ganz ruhig und hat gar keine Angst mehr. Ich wusste doch, dass er ein mutiger Rettungshund ist. Oh, ich hab dir was mitgebracht, Sam. Eigentlich ist es eher von uns beiden. Dankeschön. Das freut mich aber sehr. Von jetzt an keinen Wettstreit mehr. Ich wette, ich bin viel besser beim Nicht-Wettstreit als du, James. Bist du nicht. Ich bin besser. Oh. War doch nur ein Witz, Mom. Nichts. Ich glaube nicht, dass er gebrochen ist. Aber eine Bandage brauchst du trotzdem. Zum Glück bist du ja Krankenschwester. Bitte, gut vorbereitet sein ist alles. Okay, und jetzt?
Versuch mal, ob du damit noch laufen kannst. Oh, wie sieht's aus mit Huckepack? Das war doch nur Spaß, Helen. Ich komm schon klar. Warum macht Schnuffi die Rolle für Sie, Sir, und für mich nicht? Haha, weil er sehr clever ist. Und er weiß genau, dass ich einen höheren Dienstrang habe. Ich zeig's dir. Roll dich rum. Eben kam eine Nebelwarnung für die Ponty-Pendy-Berge, Sir. Ich hoffe nur, Penny und Helen sind schon zurück. Ich kann nicht glauben, dass ich den Weg verwechselt habe. Mit meinem Fuß sind wir sowieso langsam. Und der Nebel dazu. Wir sollten lieber Hilfe rufen. Mein Handy hat keinen Empfang. Meins auch nicht. Ich habe Mike gesagt, er soll einen Suchtrupp losschicken, wenn ich zum Essen nicht da bin. Sowas vergisst doch nicht mal er. Hallo? Hey, Dad. Ich wollte nur fragen, kann ich zum Essen bei Norman bleiben? Er hat mich eingeladen. Keine Ahnung, Mandy. Lass uns warten, bis deine Mutter heimkommt und die fragen. Ist Mom immer noch weg? Wenn sie nicht zum Abendessen da ist, solltest du einen Suchtrupp losschicken. Schon vergessen? Wirklich? Sowas? Tja, sie kommt sicher bald wieder nach Hause. Ist gut. Isst du nur bei Norman. Bis dann. Also dann. Notrufzentrale? Wie können wir Ihnen helfen? Da kommt ein Notruf-Hauptfeuerwehrmann Stil. Na, her damit! Helen und Penny in den Ponty-Pendy-Bergen vermisst? Sam, nimm Schnuffi mit! Ja, Sir. Komm, Schnuffi. Oh, und verständigen Sie die Bergwacht, Sir. Tom soll mit dem Geländewagen zum Haus der Flotz kommen. Klar wie Klärchen! Hopp, Schnuffi! Bei diesem Nebel haben wir nur eine Chance. Wir lassen Schnuffi an Helens Kleidung riechen. Dann wird er sie schnell aufspüren. Wo ungefähr sind Sie in den Ponty-Pendy-Bergen hingegangen? Ich weiß nicht, Tom. So sehr ich es auch versuche, ich kann mich einfach nicht erinnern. Oh, das müsste von Helen sein. Hier, Schnuffi, such Helen. Ausstellen. Nein, keine Sorge. Oh, aber hoffentlich geht das Licht bald wieder an. Es ist so gruselig. Norman Price! Oh, ohne Strom kannst du gar nicht auf deiner Elektrogitarre spielen, Elvis. Nein, und Würstchen können wir ohne Strom auch nicht braten. Ich hatte mich schon so darauf gefreut. Es hat aufgehört zu regnen. Jetzt können wir doch noch raus. Ich werfe den Grill an, dann können wir die Würstchen darauf fertig braten. Ich helfe dir. Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Also, Papierservietten sind schon mal wichtig. Dann können wir die Würstchen mit den Fingern essen. Oh, hallo? Oh, hi Penny. Du willst mit Helen sprechen? Warte, ich geb sie dir. Hallo Penny. Tut mir sehr leid, wenn ich störe, Helen, aber es geht um die Nase von Hauptfeuerwehrmann Steele. Er ist eben im Dunkeln gestolpert. Ich muss leider noch mal los, aber ich bin gleich wieder da, Mike. Hauptfeuerwehrmann Steele hat was mit der Nase. Fangt schon mal ohne mich an. Oh, endlich! Sehr gut. Jetzt können wir auch den Rauchmelder testen. Ha, funktioniert bestens. Und der Regen ist vorbei. Das nenne ich Glück. Hurra! Jetzt können wir doch noch im Garten feiern und das neue Lied hören. Also nicht gebrochen. Sind Sie sicher? Ganz sicher. Ist nur ein Kratzer. Oh, was bin ich froh, dass der Strom wieder da ist. Mike ist im Dunkeln nämlich nicht gerade der Hellste. Ja, kann ich verstehen. Nicht jeder bleibt bei Dunkelheit so ruhig und besonnen wie ich. Ah, die Würstchen sind jeden Moment fertig. Oh, und da kommt Helen. Mom! Oh,
die Würstchen sind fertig. Da komme ich ja gerade rechtzeitig. Und ich musste keinen Finger rühren. So sollte es auch sein. Oh, die Servietten. Ich hole sie schnell. Nein, du sollst doch heute mal gar nichts tun. Ich hole sie, Helen. Hilfe! Feuer! Hilfe! Helen, tu doch etwas! Ruf Feuerwehrmann Sam! Ja, in Geist ein Feuer ausgebrochen, und zwar im Haus der Flatz. Oh nein, das hat bestimmt mit dem Stromausfall zu tun. Bin wieder da. Tolle Idee, Elvis. Eigentlich war das ja Sams Idee. Er hat Köpfchen und ich hab ein Händchen für... Sehr erfrischend, Elvis. Wirklich überaus seltsam, dass wir bei dieser sengenden Hitze noch nicht mehr Notrufe hatten, Sam. Die Sonnenstrahlen sind heute kolossal stark. Das kann man wohl sagen. War doch kinderleicht. So gut wie fertig. Und ich habe nicht einen Tropfen Kleber an den Händen. Oh. 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 Oh nein. Oh, Mom. Mom. Mom! Nein! Blöder Kleber! Mom! Oh! Ja! Oh, wo kommt das denn her? Oh nein, das ist Normans Zimmer. Ich rufe Feuerwehrmann Sam. Was? Ein Feuer über Dillis Supermarkt? Schnell! Beeilt euch! Im ersten Stock von Dillis Supermarkt ist ein Feuer ausgebrochen. Anschneiden. Mhm. Könntest du mir wohl noch mal helfen? Das Ding macht jetzt so ein Sirenengeräusch. Tut mir leid, Dillis, aber du musst das Gebäude verlassen, falls das Feuer sich ausbreitet. Feuer? Welches Feuer? Komm einfach mit. Norman, du musst hier raus. Schnell. Das geht nicht, Sam. Ich klebe an dieser Tür fest. Oh, ich verstehe. Los, Penny, hol einen Schraubendreher. Wir müssen den Türgriff abschrauben. Wird gemacht, Sam. So. Die Schrauben sind eingerostet. Ich krieg sie nicht raus. Dann schraub die ganze Tür ab. Die ganze Tür? Norman Price, bring sofort die Tür wieder zurück. Aber das geht nicht, Mom. Ich klebe daran fest. Oh, keine Sorge, Dillis. Wir befreien ihn. Mit Nagellackentferner geht der Kleber schon ab. Entschuldige, ich habe nur Knallfrosch gespielt. Hallo, Sam. Au! Hallo, Mike. Ich wollte nur mal sehen, ob ihr auch all meine Sicherheitstipps befolgt. Oh, was für Sicherheitstipps? Ich habe sie Mandy mitgegeben. Wieso hast du mir das nicht gegeben? Ich dachte, du brauchst sowas nicht, Dad, weil du dich so gut mit Sicherheit auskennst. Wissen muss man auch mal auffrischen, besonders wenn es um Feuerwerkskörper geht. Die können sehr gefährlich sein, wenn man nicht richtig damit umgeht. Und selbst ich kann mir nicht alles merken, Mandy. Solange die Kinder hinter dieser Absperrung bleiben, dürfte nichts passieren. Hast du gehört, Mandy? Du musst immer auf dieser Seite bleiben. Ja, Dad. Ich bin doch kein Baby. Ich werfe noch mal einen Blick in deine Werkstatt, Mike. Dort muss auch alles gesichert sein.
Du musst aufpassen, dass die Raketen hier nicht reinfliegen. Dieses Holz könnte leicht Feuer fangen. Tiger! Das ist auch einer von Sams Sicherheitstipps für Feuerwerke. Tiere immer im Haus behalten. Und das ist überaus wichtig. Tiere können sehr schreckhaft auf das Knallen reagieren. Ja, weiß ich. Gib ihn mir ruhig, Mandy. Ich bringe ihn ins Café. Dort ist er sicher. Hallo Tiger, bist du jetzt bei der Feuerwehr? Wenn er sich schon bei einer Papiertüte so erschreckt, wie wird er dann wohl erst auf das Feuerwerk reagieren? Hauptsache, er ist heute Abend nicht draußen. Keine Sorge, er bleibt hier. Also, Mike Flatt braucht ein paar Holzpfähle für das Feuerwerk, Kinder. Oh, im Keller liegen welche. Ich hole sie schnell. Nein, ich hole sie. Nein, ich. Hallo, Norman. James und Sarah holen gerade ein paar Holzpfähle. Hallo, kleiner Tiger. Hey, bleib stehen. Oh, nein. Jetzt ist er weg. Wo hab ich bloß die Streichhölzer? Ohne Streichhölzer kein Feuerwerk. Hey, Mandy! Tiger ist schon wieder weggelaufen. Wir dachten, er wäre vielleicht wieder zu euch gelaufen. Ich habe ihn nicht gesehen. Aber vielleicht versteckt er sich ja wieder in der Werkstatt. Dann lass ihn uns da suchen. Hab sie! Los geht's! Nein, er darf doch nicht anfangen. Halt ihn auf, Mandy. Das geht nicht. Ich darf nicht hinter die Absperrung. So sind die Regeln. Denn er löscht jeden Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht.